In einem weit entfernten Land, in einer völlig anderen Kultur, da steht ein Berg, den viele Menschen auf dem ganzen Planeten kennen. Aber nicht, weil er sonderlich hoch ist oder sonderlich schwierig. Doch warum kennen wir ihn dann? Darum geht's heute bei Berge im Porträt, der Fuji. Der Fuji. Wenn man sich die Form des Berges nur ganz grob ansieht, dann wird man gleich zu Beginn eines feststellen, er sieht wahnsinnig angenehm aus. Der Fuji ist nämlich fast symmetrisch aufgebaut. Und das ist selbst für seine Art Berg eine ziemliche Seltenheit. Seine Art? Er ist ein Vulkan. Und durch die Tatsache, dass er eben zu den Schichtvulkanen gehört, ist er in seiner Form sehr gleichmäßig. Er ist natürlich nicht der einzige berühmte Vulkan auf der Welt. Viele von euch kennen sicher den Kilimanjaro, ein Video zu dem findet ihr übrigens da oben, oder auch den Cotopaxi in Ecuador. Der Fuji jedoch ist besonders symmetrisch und hat daher auch in unserem Gedächtnis einen besonderen Stellenwert. Wir merken uns so schlichte und gleichförmige Formen deutlich besser und sie sind in der Natur deutlich seltener als eben all die anderen Bergformen. Aber natürlich ist der Fuji nicht symmetrisch, egal von welcher Seite man ihn betrachtet. Von weitem aber macht er den Anschein. Und das Weite, das kann man beim Fuji nur deshalb sehen, weil er eben auch geografisch und nicht nur geologisch besonders ist. Schauen wir uns die Umgebung an. Der Fuji ist mit 3776 Metern Höhe der mit Abstand höchste Berg Japans. Er ist nicht der einzige Vulkan auf der Insel, aber jedenfalls in seiner nächsten Umgebung. Das erkennt man ganz deutlich, wenn man aus der japanischen Hauptstadt Tokio nach Westen schaut. Denn da sieht man in der ersten Linie den Fuji. Er steht nämlich lediglich 100 Kilometer Luftlinie vom Zentrum Tokios entfernt. Und das ist für diese Höhendifferenz ein deutlicher Anblick. Denn Tokio liegt nur auf 6 Metern über dem Meeresspiegel. Der Fuji ist aber auch abseits der Vulkane rundherum sehr alleinstehend. Es gibt in jede Himmelsrichtung vereinzelt Berge, die die 1000 Meter Marke knacken. Aber da fehlt natürlich noch eine ganze Menge auf die 3776 Meter. Und wie man sich vielleicht schon denken kann, geht mit so einer prominenten Existenz auch eine gewaltige geschichtliche und religiöse Verantwortung einher. Maßgeblich hierbei seine Ausbrüche. Oder besser gesagt seine Nicht-Ausbrüche. Der Fuji ist nämlich zuletzt 1707 ausgebrochen und er bricht auch insgesamt sehr, sehr selten aus. Das letzte Mal davor war es im Jahr 864. Der Religion Shinto ist es schon seit knapp 1000 Jahren ein Anliegen, den Berg vom Ausbruch zu bewahren. 1000 Jahre, 1707. Religion ist einfach kein Erfolgskonzept. Egal. Im Jahr 27 vor Christus ließ deshalb Kaiser Suinin einen Schrein für die Gottheit Asama no Okami errichten, um die Gottheit zu befrieden und die Ausbrüche in Zukunft dadurch zu verhindern. Im Buddhismus hingegen hat man sich eher den praktischen Zugang zum Berg selbst angeeignet. Die Buddhisten, wie es auch in Tibet und Nepal üblich ist, sehen es damals vor allem als ihre Aufgabe, den Berg zu besteigen, um dem Gott näher zu kommen. Und neben dem Shinto und den Buddhisten sind es auch viele kleine Religionen und Sekten in Japan, die den Fuji ehren. Manche Berghütten am Fuji wurden beispielsweise vor über 500 Jahren von kleinen Sekten eröffnet. Rund um das 15. Jahrhundert wurde das Bergsteigen auf dem Fuji nämlich tatsächlich zum Trend. Es war eine Möglichkeit für die Locals, etwas religiöser und spiritueller, aber auch Einzigartiges zu sehen. Auch die Nachbarhügel rund um Tokio wurden stark mit Infrastruktur aufgewertet, sodass viele Menschen eine Möglichkeit haben, den Fuji noch besser sehen zu können. Die religiöse Sonnenseite des Berges hat aber in der Realität einen harten Schatten am Fuße desselbigen. Denn am Fuß des Fujis liegt der Aokigahara, ein mächtiger Wald, der zu Recht unter Naturschutz steht und Teil des Fuji-Massivs ist. Viele Tiere und Pflanzenarten haben sich im Aokigahara niedergelassen und sollen geschützt werden. Demgegenüber stehen jedoch viele Suizide innerhalb des Aokigahara. Jedes Jahr werden in diesem Wald nahe des Fujis bis zu 100 Leichen von Selbstmördern gefunden. Die Dunkelziffer ist wohl ein Vielfaches davon. Hier zeigt sich auch gut, dass in Japan die urbanen Probleme des Lebens sehr nah an den geologischen Formen der Natur liegen. Doch um das religiöse Kapitel abzuschließen, dürfen wir eine Frage eigentlich nicht außen vor lassen. Warum heißt der Fuji eigentlich Fuji? Oder anders gefragt, heißt der Fuji eigentlich wirklich Fuji oder erzähle ich hier gerade die ganze Zeit Blödsinn? Das ist nicht eindeutig geklärt. Fuji ist heute der übliche Begriff, wenn es um den höchsten Berg Japans geht. Er setzt sich aus dem Wort Fu für Reich und Chi für Krieger zusammen.
Aber eigentlich kommt im Japanischen dahinter auch noch ein San für Berg. Bereits im Jahr 735 war das der gewöhnliche Name. Ganz klar ist der Namensursprung allerdings nicht. Die bekannteste Geschichte in Japan dazu ist, dass der Kaiser auf dem Berg den Trank der Unsterblichkeit von einem großen Gefolge seiner Krieger vernichten ließ. Daraus ergab sich dann Reich an Kriegern. Eigentlich ist aber Fuji nur eine Kurzform. Bekannt sind nämlich auch die Namen Fujiyama, welcher eigentlich nicht wirklich richtig ist, aber trotzdem sogar im deutschen Duden steht. Der Name entstand durch eine Falschlesung des Wortes San. Und das bringt uns auch schon zum nächsten Namen. Bekannter, vor allen Dingen in Japan, ist nämlich der Fuji als Fuji-san. Wobei, wie vorhin erwähnt, das San für Berg steht. Und an alle Japan-Aficionados, ja, natürlich steht das San in dem Fall nicht für Herr, der Berg heißt nicht Herr Fuji. Und nochmal interessant wird's, wenn man in die japanische Literatur und Hochkultur schaut. Denn da heißt der Fuji wiederum Fuji no Yama. Es könnte also für Außenstehende nicht unübersichtlicher sein. Aber naja, gehen wir zu dem über, was uns vielleicht am meisten interessiert. Das Bergsteigen. Der Fuji ist ein begehrtes Gipfelziel, schon seit über 500 Jahren. Das haben wir geklärt. Er ist aus alpinistischer Sicht eigentlich uninteressant. 1860 wurde er erstmals von einem ausländischen Touristen offiziell bestiegen, nämlich Rutherford Alcock. Erst bestiegen wurde er aber schon viel, viel früher. Dokumentierte Besteigungen gehen auf das Jahr 700 zurück. Man geht aber davon aus, dass er bereits deutlich früher schon mal bestiegen wurde. Der Grund dafür liegt nahe. Durch seine langsam und gleichmäßig aufsteigende Form ist es eine einfache Aufgabe, auf den Fuji zu kommen. Gerade im Sommer bietet der Aufstieg keinerlei Schwierigkeiten und gleicht einem schottrigen und felsigen Pfad im oberen Teil. Auch diverse Hütten, die teilweise schon uralt sind und lediglich renoviert werden, zieren diverse Wege nach oben. Insgesamt 4 berühmte Routen gibt es auf den Fuji. Doch vielleicht kann man sich schon denken, was das Problem sein könnte. Wenn ein Berg aus einer der größten Städte der Welt leicht zu sehen, leicht zu erreichen ist, er mit Abstand der höchste Berg der Region ist, ein Denkmal für viele Millionen Gläubige darstellt und internationale Berühmtheit erlangt. Richtig, er ist absurd oft besucht. Und falls absurd jetzt nicht wirklich einschätzbar ist, es wird schräg. 2019, das letzte Jahr vor der Corona-Pandemie und den strikten Einschränkungen, waren 235.000 Menschen auf dem Gipfel. Aber falls ihr jetzt vom Stuhl gekippt seid, bleibt besser gleich liegen. Ich habe nämlich noch eine unfassbarere Zahl für euch. Das war nämlich nicht mal ansatzweise der Peak in den letzten Jahren. 2012 waren es 318.000. Oder um es ein bisschen greifbarer zu machen, Bielefeld. Ihr wisst schon, die Stadt, die es gar nicht gibt, Bielefeld, steht einmal im Jahr auf dem Fuji. Das ist so schräg, dass man eigentlich gar nicht mehr über Tourismus und Probleme mit dem Tourismus reden muss. Aber fassen wir das alles kurz nochmal zusammen. Aus alpinistischer Sicht ist dieser Berg eigentlich nicht spannend. Aus kultureller Sicht und auch aus geografischer Sicht ist er es aber durchaus. Der Fuji steht so nah an einer Großstadt wie kein anderer 3000er auf der ganzen Welt. Außerdem ist er der am häufigsten besuchte Berg der Welt. Seine Mystik rührt vermutlich auch daher, dass wir relativ wenig über den Fuji genau wissen. Wir wissen nicht ganz genau, woher der Name kommt. Wir wissen nicht ganz genau, wann er erstmals bestiegen wurde. Wir wissen vieles nicht ganz genau. Und gleichzeitig wissen wir, ein Panorama wie am Fuji und zugleich vom Fuji finden wir auf der ganzen Welt, dank seiner Fast-Symmetrie, eigentlich sonst nirgendwo. Wenn euch die Serie Berge im Porträt gefällt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer wieder über euer Feedback. Schreibt mir auch gerne Vorschläge für andere spannende Berge in die Kommentare. Ich bin für alles offen an dieser Stelle. Danke an dieser Stelle auch an die Leute, die das Projekt Alpenacademy unterstützen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!